Mein Name ist Lorenz Nicolai, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der Agnatec GmbH. Wir sind ein junges und innovatives Unternehmen, das Messmethoden im Bereich der Augenheilkunde entwickelt. Grauer Star, kennt jeder schon mal gehört, ist eine der am häufigsten operierten Krankheiten überhaupt. Und dabei trübt sich meine natürliche Linse, die in der Operation entfernt wird und durch eine künstliche Linse ersetzt wird. So, und obwohl dieser Eingriff mittlerweile Routine ist, erreicht eine Vielzahl an Patienten oftmals kein optimales Sehergebnis und ist auf weitere Operationen bzw. zusätzliche Sehhilfen angewiesen. Das Problem dahinter ist meistens eine Fehlpositionierung der künstlichen Linse. Und das Problem dabei ist, dass die Linse Stand heute im Auge nicht bestimmt werden kann. Also wir wissen nicht, wo die Linse ist. Wir haben keine Informationen über die Position. Und genau hier setzen wir an. Wir haben eine patentierte Messmethode entwickelt, die die Position der Linse erstmalig genau bestimmt und machen damit auch Korrekturmaßnahmen erstmalig planbar. Es ist einfach immer schön, mal zu reflektieren. Wenn man das in seinem eigenen Unternehmen versucht, ist man nach einer gewissen Zeit ein bisschen betriebsblind. Und hier von erfahrenen Coaches, Leuten, die bereits schon erfolgreich gegründet haben, Feedback zu bekommen, ist einfach extrem wertvoll, um auf den einen oder anderen Fehler vielleicht hingewiesen zu werden, den man in Zukunft vermeiden kann. Auf der anderen Seite, wenn man gewinnt, immer solche tollen Interviews, wie wir gerade führen, und entsprechend auch Publicity. Ja, also natürlich würde man sagen, wir machen jetzt erstmal eine große Party, aber letztendlich machen wir Medizintechnik. Medizintechnik kostet halt den einen oder anderen Euro mehr. Von daher ist das für uns aktuell einfach Geld, was wir in die ins Unternehmen stecken. Und da wir gerade auf der Suche nach einem passenden Investor sind, hat sich das halt eben angeboten. Es macht einfach Spaß. Also es sind einige schlaflose Nächte dabei. Nicht nur die mir jetzt mal vielleicht ansieht. Da gehört eine gewisse Leidensfähigkeit mit dazu. In den Medien wird Gründen immer sehr romantisch zeitweise dargestellt, beziehungsweise auf gewissen Portalen, wo man sich darüber informieren kann. Trotz allem, wenn man mal in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet hat und selbst gegründet hat und man merkt, dass das einem liegt, dann kann man, glaube ich, nochmal zurück. Oftmals ist es so, dass Leute, die sich zu sehr damit auseinandersetzen, was sie tun sollten, eine Abkürzung suchen für das, was sie eigentlich schon wissen, was sie eigentlich tun sollten. Das ist nämlich einfach das Ganze machen. Also es gibt keine Abkürzungen, es gibt keinen super tollen Trick. Man muss halt durch. Und sich vielleicht ewig damit auseinanderzusetzen, indem man Bücher und Videos liest, bereitet einen nicht auf das vor, was letzten Endes kommt. Also einfach tun.